kann ich stehen bleiben. Aber meine Hoffnung war natürlich, dass hier ein Bier steht. Man muss ja auch mal die Kehle, ja. Das ist also noch ein schwacher Punkt in der Organisation. Da drin, ja. Wir gehen jetzt in die sogenannten italienischen Höfe. Gehen Sie nicht einfach hinein, sondern schauen Sie nach oben. Nicht hier noch nicht, ja, sondern wenn wir drin sind. Und wir werden Ihnen feststellen, warum heißen die italienischen Höfe italienische Höfe. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir innen drin haben. Deswegen lieber jetzt einige interessante Hinweise. Italienische Höfe, das hat eine volkstümliche Bezeichnung, hat mit der Festung nichts zu tun. Ja, warum auch? Obgleich die Zitadelle von italienischen Festungsbaumeistern errichtet worden ist. Italienische Höfe aber, das ist eine Architekturbezeichnung. Und Sie werden sehen, warum. Die Höfe selber sind leider seit 1985 gesperrt. Die Zitadelle war ja ab 1933 bis 1945 Heeresgasschutzlaboratorium. Hier waren die besten deutschen Kampfstoffspezialisten konzentriert, wie immer im Dritten Reich das so war. Und sie hatten die besten Forschungsmöglichkeiten und sie hatten hier tolle Geschichten erfunden und entwickelt. Natürlich nicht, um Kampfstoffe einzusetzen, sondern es ging darum, Menschen und Tiere zu testen mit den Schutzmasken, ja? Wie weit also die eine oder andere Maske mit dem Filter bei bestimmten Kampfstoffen versagt. Also das wurde hier experimentiert und das hat eben tatsächlich dazu geführt, dass die Zitadelle 1988 total gesperrt wurde, weil die deutsche Polizei meinte, man muss das gesamte Gelände noch einmal absuchen, ob nicht irgendwo Kampfstoffe noch im Boden vergraben sein könnten. Und weil es so gefährlich war, mussten selbst die Polizisten in Spandau, auch die Feuerwehrleute, vor allem die Wasserfeuerwehr, sich die Bärte abnehmen, weil man ja mit einem Bart keine Gasmaske, ja, tragen konnte. Also das waren ja ganz dramatische Dinge. Jetzt ist es zum Teil ja aufgehoben, sonst könnten wir uns auch gar nicht bewegen. Aber in den italienischen Höfen lagerten 1600 Fässer mit Erde, wo man sagte, na, die ist nicht so ganz in Ordnung. Jetzt ist ein Teil schon weg, jetzt haben wir nur noch 700 Fässer. Und deswegen kann die Situation oder das, wo wir jetzt reingehen, nicht genutzt werden, sondern man kann nur für uns extra aufschließen, da steht der Wachpolizist. Und wenn wir durch sind, wird hinter uns wieder zugeschlossen. Wir haben genau 7 Minuten und 20 Sekunden Zeit. Ja? Dann werden die Fässer aufgemacht. Der doch wirklich ist. Und nun geht uns alles kaputt. Sie sehen ja, wie das aussieht. Und wir hoffen natürlich darauf, dass die letzten von den 700 oder 1600 Fässer, jetzt noch 700 Fässer, da wo die weiße Pappe da ist, ja, da sind die alle gestapelt, dass die noch wegkommen in diesem Jahr. Und dann können wir 1996 anfangen zu reparieren, damit das auch in Ordnung kommt. Und dann kann man hier wunderbare, schöne Veranstaltungen machen. Sie merken, wie kühl das ist. Sie merken, was für eine schöne Akustik das ist. Ja? Also die eignen sich hervorragend, so wie eine Festung, ja? Aber nicht militärische Nutzung, sondern kulturelle Nutzung. Ja? Und Sie sehen jetzt auch, warum es heißt italienische Höfe. An was erinnern uns denn diese Bögen? Na, an Venedig, ja, wo man natürlich diese Brücken hatte,
Es hat aber eben kein militärischer Ausdruck, sondern volkstümlich. Und ich muss ehrlich sagen, wir würden es heute auch so nennen. Ja? Obgleich das schon 200 Jahre alt ist. Ja? Also das ist jetzt nicht gebaut worden 1590. Das ist in späteren Jahren, sagen wir mal so, hergerichtet worden. Ja? An der Stelle hier, weil es angenehm kühl ist, vielleicht noch mal etwas, was eine Zitadelle ist. Das sollten Sie doch auf jeden Fall auch wissen. Es gibt Burgen und es gibt Zitadellen. Die Burgen haben in Deutschland, in Europa gestanden bis 1520, bis 1530. Dann mussten die Burgen in fieberhafter Eile abgerissen werden. Warum? Weil eine tödliche Gefahr in Europa entstanden ist. Man hatte ja nicht mehr diese Schleudern und Katapulte, sondern man hatte doch die Kanone entwickelt, mit Schwarzpulver und natürlich noch Steine geschossen. Aber mit der Kanone konnte man aus größter Entfernung riesige Steine durch die Luft schießen und große Zerstörung machen. Und die Ersten, die das eingesetzt hatten, waren die Türken. Und die Türken sind nach der Eroberung von Istanbul, heute damals Konstantinopel, sind die sofort 1450 in Richtung Westen marschiert und standen Jahrzehnte später vor der deutschen Hauptstadt. Nicht Berlin, die deutsche Hauptstadt war Wien. Ja, muss man immer wissen. Und haben die große Wien-Belagerung angefangen. 1528 genau war die große Wien-Belagerung. Und in Deutschland rief man, weh uns in Deutschland, wenn der Türke Wien erobert und dann nördlich zieht. Denn von Istanbul oder Konstantinopel bis Wien sind 3000 Kilometer. Von Wien nach Berlin, hier oben, nur noch einige hundert. Und wie groß die Gefahr war und wie schlimm, das sehen Sie heute an Jugoslawien. Ja? Was ja bis vor 100 Jahren, genau wie Bulgarien, war ja 500 Jahre lang, bis vor 100 Jahren, immer türkisch besetzt. Ja? Das hätte uns auch gedroht. Und so hat man gesagt, wir brauchen für diese Kanonen moderne Abwehrsysteme. Und die alten Burgen mit ihren schönen Burgmauern waren untauglich für das Aufstellen von Geschützen. Und so hat man in Italien eine Entdeckung gemacht, eine wichtige Entdeckung. Man muss Sandhügel nehmen oder künstliche Sandhügel oder natürliche Sandhügel. Sandhügel, Bastion genannt, ja, also eben auf Italienisch, damit man Kanonen aufstellen kann für die Verteidigung. Und wenn man viele Sandhügel hat und diese Sandhügel durch Wälle miteinander verbindet, dann erhält man geschlossene Verteidigungssysteme. Und geschlossene Verteidigungssysteme, da in Italien entwickelt, sind die Zitadellen. Ja, wir wissen ja gleich, was Zitadelle heißt. Wir müssen auch wissen, dass die italienischen Baumeister es waren, die nach Deutschland geholt worden sind, um just hier die Zitadellen zu bauen. Bei Küstrin, wenn man die Oder sperren wollte. Bei Peitz in der Nähe von Cottbus, um die Breslauer Senken für die Türken zu sperren. Die dritte große war von Spandau. Ja? Und dann am Rhein bei Jülich eine gebaut, um die Rheinebenen zu sperren. Also das war eine tolle Geschichte damals, aus Angst, dass die Türken mit ihren Millionen her gewissermaßen Europa überfluten. So, nun wissen wir das auch und bei Erfurt steht auch. Erzählt man uns immer, Erfurt hat auch eine Zitadelle. Ja, wollen wir auch wissen. So, jetzt kommt Folgendes. Wir gehen durch einen Gang. Ich weiß ja nicht, ob dieser Gang heute Licht hat. Mal hat er Licht, mal hat er kein Licht. Ja? Auf alle Fälle ist am Anfang eine Stufe und dann gehen wir und gehen und gehen. In diesem Gang gibt es Fledermäuse, sehr, sehr viele. Es kann sein, dass einige Sommerfledermäuse da sind. Die machen furchtbar gerne, wenn eine Gruppe kommt.
Dann stellen die fest, aha, eine Abenteuerführung. Da machen wir Fledermäuse mit. Und schon schwirren die Brotbergern zwischen den Köpfen. Und weil es so Spaß macht, drehen sie hinter der Gruppe um und von hinten nochmal zwischen den Köpfen. Machen sie gar nichts. Nicht schlagen, nicht Huf machen. Die machen gar nichts. Und vielleicht ist sogar gar keine Fledermaus da. Aber noch eine. Am Ende des Ganges, achten Sie alle drauf, am Ende des Ganges sind unter dem Erdboden auf der rechten Seite drei merkwürdige Löcher. Und diese Löcher sollten Sie sich genau anschauen. Die Zitadelle hatte ein großes Geheimnis. Das kannten wir auch nicht und haben es erst vor 6 Wochen entdeckt. Wir werden uns das angucken. Die Zitadelle hatte nämlich einen Militärhafen. Die konnte, wenn sie von Land her belagert wurde, übers Wasser mit sogenannten Flachschuten durch das Mauerwerk hindurch versorgt werden. Aber diese Hafeneinfahrt war gesichert. Sie hatte sogenannte Kettensperren. Und diese Kettensperren waren auf Baumwalzen gespannt. Und diese drei Löcher zeigen Ihnen an, wo die drei Kettensperren ihre Baumwalzen hatten. Natürlich nicht mehr zu sehen, aber die Löcher sind doch da. Also langsam geht es. Hier ist die Bastion Kronprinz und hier, wo wir jetzt sind, genau, das ist der Hof der Bastion Kronprinz. Was wir schon immer wussten, die Zitadelle hatte einen Hafen. Aber was wir nicht wussten, wo liegt der Hafen? Und wir haben, wenn wir auf diese Mauer schauen, dann sehen wir drei große Bögen. Und wir wussten, durch einen dieser Bögen müssen die Boote reingekommen sein. Heute wissen wir genau, der rechte Bogen, das war die große Einfahrt. Aber so groß war die Einfahrt auch nicht. Denn wir haben vergangene Woche Freitag freigelegt eine kleine Brücke. Wenn Sie sich das durch den Zaun anschauen, sehen Sie mitten im Bogen, ja, mit einmal so eine kleine, gemauerte, ich weiß ja nicht, wie wir das nennen wollen, das ist einfach Brücke, ja. Wir wissen ja nicht, welche Funktion, denn wenn man mit dem Schiff reinfährt, ich meine, und da ist dann einmal so eine gemauerte Geschichte, dann muss man den Kopf einziehen. Also es sind noch Rätsel über Rätsel. Aber eines wissen wir genau, wo der Lastwagen draufsteht, da ist genau die linke Kaimauer zu erkennen. Und dann, wo die Treppe dort runterkommt, das war auch ein Abstieg in den Hafen hinein. Und der Hafen hatte eine sogenannte Slipanlage. Das ist so mittendrin schöne, hölzerne, breite Treppen, sehr breite Treppen, dass wir annehmen, dass wir die Schiffe vielleicht im Winter mit Pferden rausgezogen worden sind, um die auf dem Hof abzustellen, um zu teeren oder was auch immer denn war. Ja? Was wir hoffen in einigen Wochen, dass wir, sobald die Erde weg ist und wir haben den Hafen freigelegt, ganz und gar, und wir können in die Tiefe des Hafens gehen, dass wir im Untergrund des Hafens, im Morast oder im Sumpf, viele wichtige Funde machen. Weil ja nicht zu unserer Zeit nur, sondern auch schon vor Hunderten von Jahren Hafenbecken auch immer Mülldeponien waren. Und so haben wir natürlich die Hoffnung, ja, etwas zu finden. Aber wieder der Blick nach vorne. Was machen wir, wenn der Hafen instand gesetzt ist? Draußen haben wir auch schon freigelegt,
Natürlich lassen wir das Wasser wieder rein. Und wenn wir das Wasser wieder reinlassen, was liegt denn näher, als irgendwo oberhalb der Schleuse einen kleinen Gondelhafen anzulegen, dass die Besucher mit kleinen Gondeln, nicht vorne rein natürlich, sondern durch das Hafenbecken in die Zitadelle hineinkommen. Und damit haben sie schon eine Nutzung, wie wir die ab 96, spätestens 97 hoffen vornehmen zu können. Die Gondeln konstruieren wir schon und die sollen sogar links solche stählernen Stäbe haben, damit man Fackeln draufsetzen kann, damit man auch nachts im Dunkeln mit den Gondeln hierher fahren kann. Ist das gut? Super. Dann gehen wir weiter. Nicht allzu viel zu sehen, aber ein wenig erkennen wir doch das Verteidigungssystem. Das Verteidigungssystem der Zitadelle. Ich kann das ja nicht mit ansehen, Mensch. Hallo! Hallo! Vorhin vorbei sind, waren die großen Schießscharten. Und unabhängig davon hat jede Bastion wieder einen Kanonenturm, wo also nochmal große, schwere Geschütze, um möglichst weit schießen zu können, entstanden. Ja? Und wir machen jetzt nichts weiter, als ohne zu rennen, gehen über die Bastion Kronprinz, schnuffeln da mal hin und auch da mal hin und haben genau Zeit. 8 Minuten und 10 Sekunden. Einfach dann, aber noch eines. Solche Führungen ist natürlich immer auch ein bisschen des guten Willens. Was wir nicht vertragen können, wenn kleine Kinder auf diesen hohen Mauern gesetzt werden, die 10 Meter hier aus den 14 Meter senkrecht abfallen. Wer da runter geht, ist nicht mehr zu retten. Ja? Also ein bisschen darauf achten, dass das kein Kinderspielplatz ist. Ja? Immer mal kommt die eine oder andere Frage. Und das ist immer ganz gut, dass man denn zusätzlich was beantworten kann. Wussten Sie eigentlich, dass die Zitadelle Spandau gesprengt werden sollte? Wissen Sie gar nicht, ne? Im Abkommen von Jalta, die sind ja gerade dabei und 50 Jahre haben wir ja das alles, ja? Abkommen von Jalta heißt es, sämtliche militärischen Großbauwerke in Berlin, einschließlich der Zitadelle Spandau, sind dem Erdboden gleichzumachen. Unter Großbauwerken verstand man die riesigen Flakbunker, ja? Am Gesundbrunnen, Humboldthain, ja, am Zoo, wo sie überall standen. Naja, und die Zitadelle eben das, wo wir jetzt hier sind. Und die Engländer hatten angefangen, 1948 alles vorzubereiten für die Sprengung. Und dann kamen aber die deutschen Stadtväter, die waren schon okay damals, und sagten, Engländer, wenn wir euer London erobert hätten, hätten wir mit Rücksicht auf eure Geschichte und Vergangenheit den Tower von London niemals gesprengt. Und die Zitadelle ist der Tower von Berlin. Und diese Sprache haben die Engländer verstanden und haben im Bereich der Bastion Brandenburg, da wo die italienischen Höfe sind, ja, dort hat man eine symbolische Sprengung gemacht, um den Vertrag zu erfüllen. Aber dann kam sofort die Auflage an die Spandauer, an die Deutschen, an die Berliner, nie wieder die Zitadelle Spandau militärisch nutzen. Ja, haben die gesagt, nie wieder militärische Nutzung. Aber, dachten die Engländer, wenn ihr nicht militärisch nutzt, was wollt ihr denn machen mit der Zitadelle? Da kam kein anderer als Herr Reuter, späterer regierender Bürgermeister. Und die hatten die Idee, er war damals Bürgermeister von Charlottenburg, die hatten die Idee, hier eine Schule anzusiedeln,
wenn man sagt, nirgends geht es friedlicher so als in einer Schule, wo die Schüler lernen und die Lehrer lehren. Ja? Da haben die Engländer gesagt, gut, stimmen wir zu, Zitadelle wird nicht gesprengt. Und so ist eine Baufachschule, die Otto-Bartling-Schule, hier angesiedelt worden 1949 und war dann bis 1986 hier mit ihren Fabrikhallen und Ausbildungsstätten. Und dann kam eben das neuere, ja, sagen wir eben kulturelle Nutzungskonzept. Und bevor wir jetzt unseren kleinen Imbiss einnehmen, eine gemeine Frage kam, wie oft wurde denn wirklich um die Zitadelle gekämpft? Also da kann ich nur eines sagen, diese Festung war so groß, dass man sie gar nicht erst angegriffen hat. Das war im 30-jährigen Krieg, ist Spandau völlig unbeschadet davon gekommen. Dann kam die Preußenzeit, da kam denn, das war der Zufluchtsort der preußischen Könige im Gefahrenfalle. Dann kam Napoleon. Was haben die Preußen gemacht? Sie haben die Zitadelle ohne einen Schuss 1806 den Franzosen übergeben. Der Kommandeur, der General, der dies veranlasst hat, ist auf ewige Zeiten geächtet. Und auch ich bin unter Eid genommen worden, niemals den Namen dieses Generals mehr in den Mund zu nehmen. Er darf nie genannt werden und ich kann ihn heute auch nicht nennen. Er wurde daher eingesperrt und verurteilt und dann mit Schimpf und Schande davongejagt. Aber die Franzosen, wir haben die Ruinen gesehen, ja? Die Franzosen haben wirklich die Zitadelle verteidigt und zu unserem großen Glück 1945, nach den Erfahrungen der Russen mit der Zitadelle Köstrin, wo sie 2 Monate gebraucht haben, um die Zitadelle einzunehmen, hat man versucht, hier im April 1945 durch Verhandlungen mit der Wehrmacht die Zitadelle Spandau zur Kapitulation zu bewegen, mit dem Ruf, na Mensch, Berlin hat doch schon kapituliert. Aber die Wehrmacht sagte, was ist Berlin? Mit Berlin hat nur eine Stadt kapituliert, wir aber sind eine Festung. Wir brauchen Bedenkzeit. Dann hat man einen Tag, 2 Tage überlegt, aber letzten Endes hat man, also die Vernunft hat gesiegt, ja. Und somit ist uns das Schicksal der Zitadelle Köstrin erspart geblieben, verbotener Trümmerhaufen sind, ja. Und somit können wir also heute führen. Und Sie sind jetzt hinter mir her. Wir gehen in die ehemalige Kriegsbäckerei. Dort wird aber kein Brot gebacken. Dort sind ein paar Stullen mit Schmalz. Also wenn jeder 3 nimmt, reicht das schon nicht. Vielleicht, wenn jeder eine nimmt, müsste das klappen, ja. Weil man nicht weiß, wie viel kommen. Und dann haben wir das berühmte Mineralwasser auch. Vielleicht reicht es. Wenn es nicht ganz reichen sollte, sind sie uns nicht böse. Keiner hat damit gerechnet, dass so viele kommen. Ja? Aber wir haben genau 11 Minuten Zeit. 80 Sekunden überzogen. Stimmt zwar nicht, aber es macht durch, nicht? Eigentlich haben wir uns das nachher so gedacht, also nicht nachher, sondern später mal, solche Führungen, ja, sollen ganz anders sein. Da sollen große Drehtürmchen sein, Schwenkpfannen drauf, ja, wo man so ein richtiges Feldbiwak hat, wo man sich draußen auf die Wiese hinsetzen kann. Heute sind wir noch nicht so weit. Heute musste mal die kleine Schmalzstulle hin und ein bisschen Mineralwasser. Und da haben wir schon das Festungsprinzip kennengelernt, ja. Man muss auf einer Festung teilen. Ja? Wer viel hat, gibt dem was ab, der wenig hat. Wer wenig hat, gibt dem was ab, der ja nichts hat. Ja? Ich hoffe aber, weil wir das nicht so kalkulieren konnten, dass jeder ein bisschen, ja? Und wer nichts gekriegt hat, hat vielleicht riechen können an der Schmalzstulle. Ja? Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen noch in die unterirdischen Gewölbe der Bastion König. Aber bevor wir das machen, eine Prüfungsfrage. Hinter mir sehen Sie eine Kaserne. Na, Sie wissen doch schon, wann sie gebaut sein kann.
Ja, zweite Hälfte, ne? Wobei wir sogar noch sagen können, bis 1910, ja, hat man sogar auch noch. Und dann kam der Erste Weltkrieg und dann war das daher vorbei, ja. So, wir gehen jetzt in Richtung Bastionkönig, gehen durch die Minenstollen der Bastionkönig. Und wenn wir dann wieder rauskommen, alle Mann, wenn wir wieder rauskommen, ja, ne, ja, dann ist die Führung beendet. Einfach dann? Ja. Ich glaube, alle sind da, ja? Ja. Ja. Bevor wir in die Minengänge gehen, doch noch mal einige Hinweise. Vor allen Dingen, was ein Minengang ist. Denn im Minengang selber, der schmal ist, können wir gar keine Erklärung geben. Ein Minengang, meine Damen und Herren, ist der unterste Verteidigungsgang einer Festung. Und wir sagen, Gnade der Burg oder Gnade der Festung, die keinen Minengang hat, die wäre unrettbar verloren. Genauso wie im großen spanischen Bürgerkrieg der Alcazar bei Toledo, der oben auf dem Berg war und wo man Stollen rangegraben hat und hat ihn samt Frauen und Kinder, die in den Kasematten waren, in die Luft gesprengt. Das wäre in der Zitadelle Spandau und anderswo nicht möglich gewesen. Warum? Die Türken vor Wien, ich erzählte vorhin, die haben einen Trick gehabt. Wien sollte nämlich die westlichste Hauptstadt des Osmanischen Reiches werden. Und deswegen hat man Wien auch nicht mit Kanonen beschossen, sondern hat versucht, mit einer List Wien zu erobern. Kaffee. Das, was die Bankräuber gemacht hatten in Zehlendorf, das hatten die Türken entwickelt. Sie haben Stollen in die Erde getrieben und sind unterirdisch und unter die Verteidigungsanlagen der Stadt Wien in Wien eingedrungen. Und nur durch die Wiener Waschweiber und die Wiener Zuckerbäcker ist Wien gerettet worden. Weil die Zuckerbäcker in Wien, wie auch unsere Bäcker, ja um 3 Uhr aufstehen. Ja, wir kennen doch das. Und ihre Brötchen machen. Und die Zuckerbäcker hatten die Grabungsgeräusche der Türken gehört. Und man hat in Selbsthilfe sogenannte Bürgerwehren gehabt und hat die Waschweiber rangeholt mit ihren hölzernen Trögen. Und die Wiener Waschweiber mussten heiß Wasser machen. Und jetzt hat man immer, wie die Grabungsgeräusche unten waren, hat man die heiße Wasser immer mittransportiert. Und überall da, wo die Türken nach oben kamen, hat man die herzlich willkommen geheißen mit diesem kochenden Wasser, was ja sehr unangenehm war. Ja, wir wissen ja, Wien ist also nicht durch die Türken eingenommen worden. Die Belagerung musste nachher abgebrochen werden. Aber fortan bekam jede Festung einen Minengang. Im Minengang lagen Soldaten auf der Erde. Und sie mussten auf Grabungsgeräusche achten. Die hört man nämlich sehr weit. Und wenn man ein Grabungsgeräusch hört, dann wurde von einem solchen Minengang eine Kontermine entgegen dem Grabungsgeräusch entgegen, ja, gegraben. Und dann wurde mit Pulversack und Lunte gewartet, bis der Herr Gegner heran ist. Und dann hat man ihn mit Pulver und Lunte ebenfalls herzlich willkommen geheißen. Das ist ja auch unangenehm, nicht? Ja. Aber in Spandau haben wir Wasser. Die Festungsgräben um die Zitadelle herum, die waren deswegen wichtig, weil sie von vornherein verhinderten, dass man mit solchen Stollen an die Festung herankam. Wien, das Interessante, hatte auch Gräben, aber in den Gräben war kein Wasser. Und deswegen konnten die Türken unten durch. Hier war es nicht möglich. Ja? Durch einen solchen Minengang gehen wir.
Dieser Minengang hat als Hauptereignis einige tausend Fledermäuse. Naja, du. Ja, die schlafen vielleicht noch, nicht? Ja, viele sind auch nur im Winter hier. Aber achten Sie doch mal auf die Winterquartiere, wenn Sie das Mauerwerk genau ansehen. Stellen Sie fest, es sind kleine Ritzen. Und in all diesen, manchmal noch mit Kreide drunter geschrieben vom letzten Winter, wie viele Tiere dort drin sind, ja? Dort schlafen sie, zumindest also im Winter. Und wie gesagt, sollte eine Fledermaus ja, wach werden und sagen, ach, endlich sind die Menschen da, mit denen kann ich mal ein paar Späße machen, keine Angst haben. Ja? Denn noch eines, alle diejenigen unter Ihnen, die U-Boot-Maß haben wie ich, können durch den Gang gehen unbeschadet. Alle, die größer sind als U-Boot-Maß, da besteht eine Gefahr, weil der Minengang teilweise niedrig gemauert ist. Und ich möchte doch bitte nicht unbedingt mit dem Kopf gegen die Steine. Die sind alle neu und kosten sehr viel. Ja? Also behutsam und langsam durchgehen, nicht drängeln. Sie wissen, wir haben Zeit. 6 Minuten. Derjenige, der dann noch kommt, hat keine Chance mehr. Da gab es auch immer Gefangene. Die Zitadelle Spandau, ich erzähle es mal so nebenbei, ja, weil wir ja nicht immer so nur warten wollen. Die Zitadelle war ja auch Staatsgefängnis. Das muss man ja wissen. Und jeder Minister, der irgendwie also was Falsches gemacht hat, jeder General, der eine Schlacht verloren hat, weil er große Fehler gemacht hat, wurde zwangsweise, da haben wir jetzt so, ab zur Festung Spandau. Und der alte Fritz, der hat immer schon gesagt, hüt er sich, dass er nicht nach Spandau kommt. Spandau hatte damals den Ruf wie Sibirien nach 45. Ja? Also eine schreckliche Situation. Und wenn damals die Minister und die Generale, was glauben Sie, wie voll heute die Gänge wären? Ja? 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 Unter anderem, gar nicht weit von hier entfernt, hat auch der Koch gesessen und der Kammerdiener von Friedrich dem Großen. Ja? Die wollten ihn doch mit Kakao vergiften und da hat er doch den Hund den Trunk gegeben und sein Hund starb doch daran. Ja? Und Kammerdiener und Koch kamen auch prompt zur Zitadelle Spandau. Ja? Und saßen hier bis zu ihrem Tod in einer dunklen Zelle 17 Jahre lang. Ja, das war schon was. So, sind alle da? Ja. Na, ich will so nicht mehr. Ja, Herr Trenner, wirklich, ja? So, ich habe, bevor wir eingestiegen sind in die Gänge, nicht alles erzählt, weil ich mal wissen wollte, wie ist Ihre Aufmerksamkeit nach 2,5 Stunden. Ich sage Ihnen, die Ersten, die hier kamen, bestürmten mich gleich mit Fragen. Und ich finde das ganz toll und großartig. Erstens war die Frage, was war das für eine Treppe, die hinunterführte? Sie erinnern sich? Das ist ein sogenanntes Sumpfbeobachtungsloch. Die Zitadelle steht im Sumpf mit 300.000 Pfählen. Und der Sumpf hat eine Tiefe von 6 Metern, von 8 Metern, aber unterm Kommandantenhaus, wo sie reingekommen waren, das Torhaus, sogar 16 Meter. Und wir wissen immer nicht, wie unter uns der Sumpf sich verhält. Steigt das Wasser, fällt das Wasser. Und deswegen haben wir an verschiedenen Stellen diese Löcher, und können das Wasser beobachten und kontrollieren, aber auch die hölzernen Pfahlköpfe, wie sie reagieren und sich verhalten. Ja? Ganz wichtiger Punkt. Das Zweite, eine Frau, Sie waren das, was das für merkwürdige Türen waren.
Ich wollte mich gerade erinnern, dass eine Tür ist. Aber die meint keine Türen, sondern die meint die Klappen vor den Schießscharten. Denn dieser Gang ist auch ein Verteidigungsgang. Und natürlich haben die Soldaten nicht gestanden, sondern die Männer wissen das schon. Wir nennen das Liegeschützen, ja? Im Liegen schießen mussten. Und deswegen sind diese Klappen natürlich auch als Sicherung, ja? Das Dritte, die großen Mehrquermauern, die Sie gesehen haben. Die Zitadelle wurde gebaut, als man noch Kanonen hatte und Steine verschoss. Als die Zitadelle fertig war, waren 30 Jahre vergangen. Ab 1594 war sie fertig. Da verschoss man keine Steine, sondern eiserne Kugeln schon. Und eiserne Kugeln waren hohl, Pulver drin, mit Lunte. Und wenn die Kugeln auf das Mauerwerk schlugen, sprangen die auseinander, explodierten. Und das war auch für die Ziegelmauern eine Gefahr. Und dieser Gang hatte eine zu schmale Außenmauer. Und die Gefahr war, dass ein Feind einen glücklichen Treffer macht und sich in diesen Gang hineinschießt, also eine Bresche macht. Und während man oben kämpft und verteidigt, könnte der Gegner ungesehen hier in den Minengang rein und sich in dem ganzen Bereich der Bastion König ausbreiten. Da kam die Anordnung 1600, diesen Stollen völlig zuzumauern. Er war volltätig zu. Und die Soldaten mussten durch Schächte, die oben in der Decke sind, wie die Feuerwehr, ja, mit Seilen runter zum Verteidigen, aber auch mit Seilen wieder hoch. Ja? Und erst Napoleon, als er die Festung übergeben bekam von dem General, dessen Namen wir nicht nennen, ja, der hatte die Wunderwerk, so hieß es damals, besichtigt und angeordnet, seine Soldaten brauchen für die Verteidigung die Seitwärtsbewegung. Man möge diese Vermauerungen zur Hälfte aufmachen, dass eine Hälfte stehen bleibt, die andere weg. Ja? Also das ist die napoleonische Zeit, die wir jetzt haben. Hier drin noch ein letztes. Wenn man kämpft, braucht man Munition, braucht man Pulver. Also haben wir hier das Pulvermagazin, ja, der Bastion König. Hier drin haben wir auch einige Figuren, alle vom großen Stern stammen. Sie erinnern sich, die Älteren zumindest, dass die Alliierten 1948 angeordnet hatten, dass sämtliche deutschen Denkmäler der Geschichte wegzunehmen sind. Und man hat sie entweder im Schloss Bellevue-Bereich in die Erde versenkt, damit die Alliierten, ja, das haben die gar nicht mitbekommen, die anderen wurden samt und sonders nachts zur Zitadelle transportiert, hier eingelagert und habe bis 87 waren es hier. Und dann hat man alle Generale und so weggenommen von der Zitadelle und hat uns die Bischöfe, hier rechts haben wir noch so einen, da hinten ist auch noch ein Pro, die Kirche ist hier geblieben, die Generale sind weg. Aber so ist eben das Leben, nicht? So, wir gehen jetzt nach oben, wir gehen jetzt nach vorn, wo wir die sogenannte Schlussversammlung machen. Wo Sie das Verteidigungsgeheimnis kennen. Sind das Speere, die man gebraucht hat, genau, also noch ein Geheimnis. Wenn Sie nach dort schauen, sehen Sie Strohballen. Hinter diesen Strohballen ist ein Gangsystem. Und in diesem Gangsystem sind noch viele geheime Teile der preußischen Zeit eingelagert. Heute noch. Aber unter anderem auch die Reste der Quadriga. Die wurden hier rausgeholt und dank dieser Reste der Quadriga konnte die Quadriga auf dem Brandenburger Tor wieder neu gegossen werden. Und wir haben hier die Panzertüren, wo der Herr sich gerade festhält, außer mal gehen. Ja? Ja? Die Panzertüren haben wir weggenommen, weil sie restauriert werden und haben deswegen den Gang mit Strohballen zugemacht. Ja? So, jetzt gehen wir aber wirklich raus. Jedes Ding hat mal ein Ende. Und ich möchte ganz zum Schluss Ihnen vielleicht noch ein wichtiges Geheimnis anvertrauen. Immer wird gefragt, wie war denn das, wenn der Gegner kommt
und greift eure mächtige Zitadelle an. Wie funktioniert das? Überall stehen Kanonen, die können doch nicht alle durch die Gegend schießen. Nein, sagen wir, seid ruhig, die Preußen hatten eine Ordnung. Aber wie sah die Ordnung aus, wenn Kanonen fünffach übereinander waren? Auch da gab es eine Ordnung. Und normalerweise, wenn wir jetzt noch Zeit hätten, dann würde ich irgendjemanden von Ihnen zum Festungskommandanten ernennen und die entscheidende Frage stellen, wie haben denn die Kanonen geschossen damals? Der Gegner kommt, oben stehen die Kanonen, darunter Kanonen, darunter und noch einmal darunter. Welche Reihe schießt denn nun zuerst? Und der Festungskommandant, der musste das wissen. Und was meinen Sie wohl? Wem gab er den Befehl? Der oberen Reihe, der mittleren Reihe oder der unteren Reihe? Der untersten Reihe gab er den Befehl, das wäre der letzte Befehl gewesen. Die hätte man sofort erschossen wegen Sabotage. Das war tödlich. Stellen Sie sich doch vor, die untere Reihe schießt. Der Pulverdampf steigt nach oben. Mitglieder drüber haben schon Schwierigkeiten, was zu sehen. Und jetzt die da drüber wieder und daher die ganz oben. Ja? Und so war der Feuerleitbefehl für die Zitadelle Spandau immer die oberste Reihe. Dann die da drunter, die da drunter, die da drunter, dann wieder die oberste Reihe. Und jetzt kommt es. Nicht nur, dass sie gelernt haben, gelbe Steine, zweite Hälfte, 19. Nicht, das geht schon gut über die Lippen. Nein, sie wissen noch eines. Wenn sie wieder fernsehen sollten, kann ja passieren, nicht? Und sie sehen vielleicht der rote Korsar, wo die hölzernen Schiffe mit ihren vielen Kanonen, ja, und dann Napoleon und Nelson und wie alle da rumfuhren. Und sie sehen, die fahren aufeinander los. Und die Klappen gehen jetzt auf und die Rohre kommen raus. Und sie sehen mit einem Mal, dass die untere Reihe zuerst schießt. Dann sagen sie doch zu ihrer Frau oder ihrem Mann, ne? Mach den Fernseher aus, dieser Kapitän hat keine Ahnung. Ja? Natürlich niemals die untere, immer die obere. So, und mit diesem letzten Wissen entlasse ich sie jetzt von dieser Abenteuerführung. Ich hoffe, dass manches hängen geblieben ist, aber hüten Sie sich, dass ich Sie nicht auf der Straße treffe. Prompt kommt die Frage nach dem Feuerleitbefehl und nach dem gelben Steinen und ansonsten einen schönen Abend noch. Ja?